Name ist Moshe Carlo als Zauberer und Carlo Reiche als sonstiger Mensch. Wir befinden uns im Moment im Altheimer Zauberkeller. Der Zauberkeller ist im Jahr 1978 durch mein Hobby, die Zauberei, entstanden. Und im Laufe der Jahre haben wir da Kleinkunst aufgeführt, einmal im Monat. Nicht nur Zauberei, sondern Kabarett, Musik, vor allem Jazz. Und hatten die besten Zauberer aus ganz Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich hier auf dieser Bühne. Lebensqualität im Alter heißt für mich natürlich auch, dass man geistig fit bleibt, aber wenn die körperliche Fitness einigermaßen dazukommt, ist das optimal. Mein Name ist Moshe Carlo, der einzige, der letzte und deshalb der größte, heisere maghrebinische Zauberkünstler, wo gibt überhaupt auf der ganzen Welt. Ich zeige euch jetzt ein Kunststück, mit dem ich seit über 40 Jahren bei meiner Zauberei anfange, nämlich die Straßen von Metropolsk. Da gibt es eine lange und eine kurze Straße, aber ich habe schon gleich am Anfang einen Fehler gemacht, denn die kurze Straße befindet sich rechts von euch und die lange befindet sich links von euch. Aber das war auch nicht richtig, denn die beiden Stäbe gehen auseinander, wobei allerdings von euch aus gesehen der linke Stab die lange Schnur beherbergt und der rechte die kurze. Das ist aber schon wieder verkehrt, denn die beiden Stäbe gehören übereinander. Allerdings von euch aus gesehen ist links der längere Stab und rechts der kürzere. Aber das war schon wieder verkehrt. Denn der lange befindet sich hier, der kurze in meiner Hosentasche. In Wirklichkeit muss es aber anders sein, denn hier ist der lange und hier ist der kurze. Am Schluss noch eine Geschichte. Ich habe das Kunststück mal vor der Giuliani-Klinik in Bad Windsheim aufgeführt. Da hatte ich den Stab mit der kurzen Schnur vergessen. Kein Problem für mich. Ich hatte den Hut dabei. Wenn man hier zieht, dann geht's auch. Dankeschön.